Wenn wir sagen, Wachstum ist überlebenswichtig, dann trete ich mit der These an, es ist in aller Regel der Vertrieb, der zukünftig dafür sorgen wird, dass wir das Wachstum auch generieren. Also mein Thema ist wirklich Freude am Thema Vertrieb zu wecken, den Führungskräften zu sagen, dass das eine wichtige Funktion ist, aber auch den Mitarbeitern, die vielleicht ambitioniert sind und immer noch so ein bisschen das negative Image vom Vertrieb im Hinterkopf haben, denen zu sagen, dass das eine der spannendsten Aufgaben im Unternehmen ist. Wer jemals eine Leistungsinnovation in den Markt bringen wollte und der Vertrieb stand nicht dahinter, weiß, wie schwierig das ist, Leistungsinnovationen ohne vollen Vertriebssupport, ohne dass die Vertriebsmitarbeiter ihre Produkte lieben, auf den Markt bringen möchte. Also eines meiner Leidenschaftsthemen, und darum ging es eigentlich, ist das Thema vertriebsorientierte Unternehmung. Das setzt sich einerseits zusammen aus einem gewissen Grundverständnis. Was muss man im Vertrieb überhaupt verändern, damit man diesen Drive bekommt? Das ist der erste Teil. Der zweite ist, ein Ansatzpunkt ist die Unternehmung. Der dritte ist, ein Ansatzpunkt sind die Mitarbeiter. Eine Strategie, die Ihnen keine klare Antwort darauf gibt, woher dieses Wachstum kommen soll, ist für mich keine Strategie. Und deshalb können Sie diese vier Felder, Kundenakquise, Kundenbindung oder Pflege, Leistungsinnovation und Leistungspflege, können Sie wunderbar dazu benutzen, Ihre Strategie mit Ihrem operativen Geschäft zu verbinden. Und das verstehen die allermeisten Unternehmen nach meiner Erfahrung nicht. Immer wenn ich das Modell vorstelle, sagen die, wow, da müssen wir ran. Das ist ein Riesenpotenzial. Genau so ist es. Und bei den Mitarbeitern gibt es eine ganze Reihe von Hinweisen, wie gute Verkäuferinnen und Verkäufer sich von den mittelmäßigen und schlechten unterscheiden. Die haben wir durch unsere Forschung herausgefunden und die versuchen wir jetzt eben in diesen Thesen rüberzubringen, dass die Mitarbeiter sich verbessern können, dass Führungskräfte wissen, auf was sie achten müssen und dass die Unternehmen an diesen Themen arbeiten. Eine wichtige Kernkompetenz für die allermeisten Vertriebler, die Top-Performer sein wollen, ist das Thema Dankbarkeit.